Oh, das sieht gut aus, da kommen wir locker runter. So, hier müssen wir aufpassen, weil hier sehen wir nichts. Boah, ich sehe gar nichts. Scheiß Gestrüpp. Ja, und das endet dann so. Supi. Gut gemacht. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder 10 Kilometer weg. Na toll, ey. Echt toll. Ist gut gelaufen. Obwohl wir sind am Leuchtturm, dann geht's ja noch. Auf ein neues. Hier geht's doch nirgendwo runter. Naja, okay, runter geht's schon, aber dann sind wir leicht zermatscht. So, jetzt noch ein bisschen konzentrieren hier. Da sieht scheiße aus. Nein, was mach ich denn hier überhaupt? Ich glaube, im Auto wäre dann doch einfacher gewesen. Hallo? Ah, wenn wir schon mal hier sind, können wir direkt mal mitnehmen. So, geht doch. Jetzt noch 3 Kilometer latschen. Und dann eine Runde tauchen. Was ist denn da? Achso, nur ein brennendes Auto. Wir machen noch eine kleine Party. Was ist das da? Irgendwas Besonderes? Ne. Einfach nur ein Flenskin. Na du, so ganz alleine. Naja, und dann hat Zigaretten dabei. Das sind mir die richtigen. Wie? Der hört aber gut. Ich glaube, ich eigentlich von dem von hinten ran schleichen. So, da hinten irgendwo. Ja, war nicht etwa da oben, oder? Oh oh, oh oh. Mann. Scheiß Kletter-Action. Sind wir denn Tomb Raider oder was? Ja, toll, kann er sich ja festhalten. Wenn nicht, dann, dann sterben wir wieder. Okay, das ist nochmal gut gegangen. Die stehen wahrscheinlich auf. Ja. Hallo? Naja, die stehen auch auf. Weg mit dir. Ich sehe einen Monolithen, Attila. Schreiben Sie ihn bitte. Da ist ein Gemälde. Sieht alt aus. Ameisen marschieren auf einen Kreis zu. Und eine Ameise im Kreis hat einen roten Kopf. Nein, nein, Mr. Crane. Das sind keine Ameisen. Sie sollen Gläubige darstellen, die die Sonne anbeten. Wenn Sie das sagen? Hier im Kreis trägt eine spezielle Ritualmaske, vermute ich. Okay, das ist hilfreich. Und jetzt bitte weiter. Ameisen, meint er.
Hätte ich aber auch sagen können, dass das keine Ameisen sind. Okay, hier können wir einfach runterspringen. So, und jetzt müssen wir da hinten hin. Tja, das wird ein weiter Fußmarsch. Weil zu dem Auto werden wir nicht kommen, weil da müssen wir wieder klettern. Da müssen wir auch hochklettern. Na toll. Boah, man war ziemlich flach hier. Der hätte aber auch ins Auge gehen können. Na komm, schon schneller. Tja, der eine Tod, der war ja eben hier super unnötig. Nur wegen diesem verdammten Gestrüpp. Schade, dass man das nicht so wegschnetzeln kann. Na toll. Kann ein bisschen dauern, das Gelatsche. Naja, du mich auch. Ah ja, wir sind ja schon lange nicht mehr so lange gelatscht. So lang gelatscht, ja. So lang, so weit gelatscht. Oder so lange, so weit gelatscht. Meine Güte. Naja, wieder so ein Überlebender. Okay, die kämpfen nur gegen Zombies. Den können wir mal kurz helfen. Ohne sie wären wir jetzt Zombiefutter. Belohnung her. Ach, Geld, habt ihr nichts Besseres? Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass meine Kinder Waisen werden könnten. Ja, dann sucht euch mal einen Unterschlupf. Sonst werden die schneller Waisen, als ihr gucken könnt. Zehn Kilometer und fünf Jahre später. Obwohl, so weit ist es auch nicht mehr. Hier können wir unsere Karre respawnen. Wenn wir schon mal hier sind. Und hier ist auch ein Händler. Ja, will ich. Was habe ich mit Munition? Ja, Schrotflinte können wir auch gebrauchen. So, dann haben wir was zu verkaufen. Oder auch nicht. Aber hier die Wurfsterne kannst du haben. Weg mit dem Driss. Landmine behalten wir mal. Ja, alles bald, Mama.
So. Na toll. Die Karre ist auf der falschen Seite. Egal, die können wir uns aber auf dem Rückweg holen. Weil hier kommen wir mit der Karre nicht durch. Naja, macht ihr mal. Was haben wir denn da oben? Ja. Ich glaube, die Kletter-Action lohnt sich dafür nicht. War knapp. Ja, da kommen wir wahrscheinlich so wieder nicht hoch, wie immer. Na, da haben wir ja Glück. Ja, komm schon. Ah, Mann. Na gut. Wenigstens hat das geklappt. So, da ist auch schon der Monolith. Ja, und jede Menge von diesen Spuckern. Na, komm, die können mich mal. Attila, ich habe einen dieser Monolithe gefunden. Was sehen Sie? Einen riesigen Stein und ein altes Gemälde, eine Sonne über einem Berg, über den im Zickzack eine Straße führt. Sonst noch was? An der Seite steht, Amir liebt Jasmin. Hilft das? Okay, Mr. Crane, dann weiter. Was, wie weiter? Wir waren... Das waren alle, Attila. Und jetzt? Ich fürchte, Sie müssen klettern. Gehen Sie zum höchsten Berg, den Sie finden können. Zu einem Ort namens Tempel der Sonne. Wird? Ah, da. Gar nicht so weit weg. Na gut, dann gehen wir da auch nochmal hin. Im Klettern haben wir ja keine Übung. Absolut nicht. Ich denke mal, da müssen wir hoch. Wie auch immer wir das machen sollen. Attila, ich bin jetzt bei dem Berg. Was sehen Sie? Viel Kletterei. Ich habe Sie ja gewarnt. Naja, zum Glück haben wir unseren Haken. Sind wir nicht von hier gekommen? Also ganz am Anfang des Spiels? Kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Nein, nein!
Nein, 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 nein. Oh, hallo, ey, was ist denn das immer? Was ist denn das? Wenn er sich ja nicht festhalten kann, wieso kann man dann einen scheiß Haken machen? Ich sitze hier auf meinem Hochsitz fest. Hier wimmelt es von Infizierten. Ich brauche Hilfe. Ja, ich brauche auch Hilfe. Weil ich mit diesem Gekletter hier in den Hals kriege. Und vor allen Dingen ist da Levelende hier. Ich versuch's mal von der Seite. Der gar nicht hoch. Und wieder ein Sturz, wetten. Ja, oder auch nicht. Da, hier. Können wir nirgendwo den Haken machen. Na hier, aber dann falle ich da runter, wa? Da oben irgendwo. Ja, hier ist Gestrüpp, ich sehe schon wieder nichts. Oh Mann, ich hasse dieses Spiel. Mich in einer beschissenen Folge bestimmt 3 oder 4 Mal gestorben, ey. Was für eine Scheiße. Dann immer dieses Gestrüpp, wo du nichts siehst. Hallo? Ich will da trotzdem hoch. Ah, geht doch. Und der nächste Tod. Ja. Ach man, fick dich doch. Ist doch scheiße hier, ey.
sammeln die Kacke. Ich weiß doch nicht mal, wo man hier hin muss. Ja, super. Sieht man viel, echt. Ach Leute, guckt euch das da an, hier siehst du nix. Kann ich da runter? Keine Ahnung. Ja, das ist schon sehr lustig hier, echt. Da sieht man nicht mal den Boden. Ja, noch mehr Gestrüpp. Wenn ich da hochgehe, falsch wieder runter. Retten. Okay, ich bin jetzt oben. Die Aussicht ist der Hammer. Dann an die Arbeit, Mr. Crane. An die Arbeit, geh da selber hier hoch, du scheiß Opa. Ich denke mal, ich muss zu dem Ding da hinten. An einem der Monolithen ist ein Gemälde eines blutigen Schwerts. Sonst noch was? Eine Maske vielleicht? Nein. Sollte ich nach einer Maske suchen? Aber ja, Mr. Crane, das ist absolut wichtig. Ja, super. Mit der Info kommst du jetzt. Da unten ist die Maske. Attila, ich habe ein Loch gefunden. Und es sind irgendwie Opfergaben drin. Unter anderem auch eine Maske. Ist sie rot? Ist sie rot? Wenn ja, nehmen Sie sie mit. Aber seien Sie vorsichtig. Ja, sie ist rot. Soll ich noch was mitnehmen? Da liegt viel herum. Nein, nein, das sollte reichen. Ich glaube, Sie können jetzt zurückkommen, Mr. Crane. Ja. Hört sich gut an. Ein Fallschirm wäre jetzt nicht schlecht. Toll, wie soll ich denn hier wieder runterkommen? Dieses Scheißgestrüpp. Ich meine, ich könnte mich wieder einfach fallen lassen, sterben lassen, dann bin ich wieder unten. Hier ist nicht so gut. Ah, mal dieses Gestrüpp.
kann doch nicht mal weghauen, den Scheiß. So, endlich. Meine Güte. So, da können wir auch unsere Karre zurückholen. Ja, und dann können wir so da hinten rum. Ja, so geht's auch. Dann endlich wieder wie ein normaler Mensch beim Auto fahren. Gläubige! Jemand will einen der heiligen Altäre entweihen! Im Namen der Mutter! Das dürfen wir nicht zulassen! Na doch. Lass ich einfach mal zu. Ich höre ein Baby. Was ist denn da drinnen los? Ach, das ist eins von denen, ja. Ich wollte los darin. Ah ja, gleich. Erstmal speichern. Erstmal speichern. Und ein kleines Päuschen machen. Ich dachte schon, wer ist das denn hier? Aber das ist der. Sie haben es wirklich geschafft. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Wie dankbar wir sind. Boah, kein Problem. Ich geh da mal da oben pennen, ne? Hab da bestimmt nichts dagegen. Ah, Karre können wir aber schon mal zurückholen. So, und gute Nacht.